Wir müssen es also schaffen, diesen Glauben in einer Organisation am Leben zu erhalten und zum Leben zu bringen. Ihr kennt es selber, wenn ihr mit Leuten redet, dann gibt es die Situation, dass ihr dieses Leuchten in den Augen von Leuten seht. Ihr seht an der Körpersprache und ihr fühlt, der hat eine Idee, auf die er hinarbeitet. Da ist dieser Treib, der Antrieb, da ist diese Motivation. Und diese Motivation, die haben wir an diesem Sweet Spot. Diese Motivation, die haben wir weder, wenn wir voll orientierungslos im absoluten Chaos stehen, Angst haben, Verzweiflung haben, nicht wissen, wie wir die Dinge sortieren können, keine Struktur haben. Da haben wir keine Motivation, da sind wir verängstigt. Da sind wir wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Und genauso verlieren wir diese Motivation, wenn wir in eine Struktur gefercht werden. Wenn uns komplett alles vorgegeben wird, was wir tun müssen. Und ich glaube, das sind die beiden Endspektren, die jede Organisation vermeiden sollte, die jede Interaktion vermeiden sollte. Wenn ich mit Matthias ein kleines Gespräch habe, dann muss es darum gehen, dass wir weder komplett in der Struktur stecken bleiben, noch uns komplett im Chaos der fehlenden Definition komplett verlieren. Es findet in diesem Sweet Spot statt, wo wir ein Gespräch führen können, sodass das Gespräch gewinnt und wir alle an diesem Spiel gewonnen haben. Und das ist die Motivation zur Kreativität. Das findet genau an der Grenze von komplettem Chaos zu kompletter Ordnung statt.